Damit hätte die Stadt Düsseldorf wohl nicht gerechnet. Offensichtlich sind hier viele heiß auf Lastenräder. Man konnte ja einen Zuschuss beantragen, wenn man sich ein neues Lastenrad kaufen wollte. Und das Angebot kam so gut an, dass der Etat verdoppelt wurde. Über 1600 Förderanträge sind inzwischen eingetrudelt. Und Christian Fritsch aus Wersten hat sein E-Lastenrad schon bekommen. Ja, es fährt sich total gut, also überraschend gut. Vor allem löst es halt tatsächlich auch die Alltagsprobleme. Also all die Einkäufe, für die man dann noch das Auto das ein oder andere Mal genommen hat, kann man jetzt halt einfach wunderbar transportieren. Eine Transportkiste will er noch selbst bauen. Im Laden hätte sie 800 Euro zusätzlich gekostet. Auch so standen gut 5000 Euro auf der Rechnung. Die Kaufentscheidung fiel tatsächlich erst, als von der Stadt die Zusage für die 50% Förderung kam. Und auch gar nicht nur bei uns, sondern nachdem bekannt geworden ist, dass die Stadt Lastenräder fördern wird, war es das Thema schlechthin vor den Kitas und Schulen. Auch Jan-Philipp Holthoff vom ADFC hatte Glück mit der Förderung. Selbst so ein Klapprad zählt dank möglicher 100 Kilo Zuladung auf dem Gepäckträger als Lastenrad. Der ADFC freut sich, dass die Alternativen zum Auto jetzt immer sichtbarer werden. Der oft vorgetragene Wunsch, ich brauche doch ein Auto für den Kasten Bier oder das Wasser. Nein, das braucht man eigentlich nicht, weil vieles kann man mit Lastenrädern sehr gut transportieren. Kindertransport zur Schule oder zur Kita. Also es geht enorm viel. Ob die neuen Räder am Ende tatsächlich Autofahrten überflüssig machen, will die Stadt genau evaluieren. Wir werden im nächsten Jahr auf alle zugehen, die von uns Fördermittel erhalten haben und werden nachfragen, habt ihr euer Verhalten geändert, habt ihr ein Fahrzeug abgeschafft, welche Wege erledigt ihr mit dem Fahrrad und welche Erfahrungen gibt es? Christian Fritsch kann schon jetzt berichten, die längeren und breiteren Lastengefährte sind noch mehr als jedes andere Rad auf ordentliche Wege angewiesen und auf Parkplätze gerade in der Nähe von Geschäften. Wenn man gerade in so Straßen wie jetzt hier mal eben kurz in einen Laden gehen möchte, ist es natürlich einfach schwer, das davor abzustellen. Ne? Also weil es wenn man es auf den Bürgersteig stellt, behindert man Fußgänger. Es gibt jede Menge Parkstreifen für Autos da, aber eben nicht die Möglichkeit, ein Lastenrad abzustellen, obwohl ich ja wesentlich weniger Platz brauche als ein Pkw. Auch zu Hause ist Abstellen jetzt natürlich ein Thema. Hier kommt das neue Lastenrad in der Tiefgarage hinter Gitter. Und es bekommt noch ein dickes Zusatzschloss.